Verfluchtes Scheißding, echt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, da kannst du mir helfen, das Ding hier in die Luft zu Hallo? Und wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Jetzt haben voll das komische Echo hier, ne? Sorry, Baby, ich fahre normalerweise nur Auto. Ja? Die Schweine haben mir den Lappen weggenommen. Zu welchem Bahnhof willst du denn? Bahnhof? Zieh ich aus wie ein Stricher? Ich meine, was ist dein Reiseziel? Reiseziel, ne? Ja, ich bin extrem busy. Hier. Düsseldorf, Essen, Amts, Köln. Ja. Ich arbeite bei Deutschlands zweitgrößte Versicherung. Ich bin Abteilungsleiter für Kommunikation, Marketing. Dann nimmst du am besten das schöne Tagticket NRW Single. Das kommt dir auch billig. Single? Das trifft sich gut. Ich bin seit kurzem wieder auf dem Markt. Mhm. Und du? Ich bin nicht auf dem Markt oder sehe ich aus wie ein Stück Obst. Ein freches Früchtchen vielleicht. Okay, Entschuldigung, das war ein bisschen plump. Ich werde immer so ein bisschen nervös, wenn schöne Frauen anwesend sind. Gib mir eine zweite Chance. Ich bin Chris. Sarah, ja, da musst du ja einfach nur. So. Und bezahlen, fertig. Dankeschön. Was machst du so, Sarah? Ich studiere. Oh, lass mich raten. Politik. Krass, woher wussten das jetzt? Tja, in meiner Branche ist eine gewisse Menschenkenntnis von großem Vorteil. Was für ein Fachbereich so? Oh, internationale Politik. Ich finde es total faszinierend, mich damit zu beschäftigen, wie die Außenpolitik eines Landes den Willensbildungsprozess. Scheiße, machst du mal 10 Cent? Warte. Als Belohnung lade ich dich auch auf ein romantisches Candlelight-Dinner ein. Hm? Ey, sorry, ich habe überhaupt kein Kleingeld. Aber der Automat nimmt auch große Scheine. Kein Problem. Ich bin sowieso der Mann für die großen Scheine. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, geil, Jackpot!